Außer dem Hut dürfte der heutige Regierungschef wenig mit dem Staatschef von damals gemein haben. Dementsprechend naserümpfend wird er auch immer noch von den höchsten Militärs begutachtet. Staatspräsident Kenan Evren, der ehemalige General, ist der konsequentere Nachahmer Atatürks. Für einige der Spitzenrepräsentanten des türkischen Staates dürfte das Wort Atatürk zum bloßen Lippenbekenntnis geworden sein. Während sie zum Atatürk-Mausoleum pilgern, marschieren einige im Geiste längst zurück, in die andere Richtung. Ein Minister zum Beispiel, der in der zweiten Reihe marschiert, hat mit Duldung aller seiner Vorderleute an einer empfindlichen Stelle die vom Republikgründer hinterlassenen Reformen angegriffen. Per Erlass verbot er 205 neue türkische Wörter und ließ sie durch alte arabische Ausdrücke ersetzen, die wieder mehr islamisch klingen. Das neue türkische Wort Özgürlük für Freiheit ist wieder durch den osmanischen Begriff Hürriyet ersetzt worden. Alles im Namen Atatürks, wenn auch gegen sein Erbe gerichtet. Das Thema Re-Islamisierung, lange Zeit Tabu in der Türkei, wurde plötzlich Hauptthema in den Medien und sorgte für Gesprächsstoff. Die Linken, die das Eingreifen der Militärs vor 5 Jahren scharf verurteilt hatten, schwenkten plötzlich auf die Seite der Militärs. Nur noch durch sie sehen sie das atatürkische Erbe geschützt. Die Militärs, nicht die Politiker, gelten als Garant einer westlich ausgerichteten Demokratie. Dem tristen Zwang in Ankara entflieht Regierungschef Özal vorzugsweise in feudale islamische Länder, wo es heute so zugeht wie damals am osmanischen Hof in Istanbul. Der König von Saudi-Arabien. Von ihm möchte der fromme türkische Regierungschef ein bisschen Glanz abbekommen. Und wenn es sein muss, wirbt er auch im Pilgerkleid für seine neue Rolle als Vermittler zwischen Orient und Okzident. Wir sind jetzt ein Volk von 51 Millionen Türken. Wo wir auftreten, da bebt die Erde, so sein Kommentar nach der letzten Volkszählung. Damit dieses Beben nicht zu stark wird, fließt Geld aus Saudi-Arabien noch spärlich in die Türkei. Nur ausgewählte Projekte werden unterstützt, wobei die Dollarmillionen zum Bau dieser Moschee sicherlich mit Liebe gegeben werden. Denn damit wird in der Hauptstadt der laizistischen Republik ein ganz neuer Akzent gesetzt werden. Die größte Moschee des Landes ist mitten in Ankara seit 20 Jahren im Bau und steht kurz vor ihrer Vollendung. 20.000 Menschen werden unter der riesigen Kuppel Platz haben. Ein islamisches Geschäftsviertel gehört ebenso dazu wie ein riesiges Konferenzzentrum für internationale islamische Treffen. Innerhalb der islamischen Länder spielt die Türkei eine immer aktivere Rolle. Regierungschef Özal plant sogar eine islamische Wirtschaftsgemeinschaft unter seiner Federführung. Mit einer der größten Moscheen der Welt kann dann endlich auch Ankara als Hauptstadt eines islamischen Landes von dessen Glaubensbrüdern ernst genommen werden. Ganz bewusst scheinen die Architekten die Hagia Sophia, das bedeutendste Bauwerk der byzantinischen Zeit in Istanbul, nachahmen zu wollen. Atatürk hatte dort das Beten verboten. In der von ihm ausgewählten Hauptstadt Ankara entsteht nun ein Ersatz für vergangene Größe und ein Symbol für neue Entwicklungen. Die Bevölkerung hat nie Einwände erhoben gegen die riesigen Summen, die hier prestigeträchtig investiert werden. Für religiöse Eiferer dürfte die Moschee ein monumentales Denkmal darstellen. Vorwiegend für Touristen gemacht hat, bedeutet für sie immer noch eine Schmach. Sie träumen auch davon,
dass daneben der Kalif als religiöses Oberhaupt wieder in seine Residenz einzieht. Nicht nur nach der Scharia, dem islamischen Recht, sehnen sie sich, genauso nach der damit verbundenen glänzenden Zeit des Osmanischen Weltreichs, das von hier aus regiert worden ist. Überall springt dies ins Auge. Junge Leute gehen mehr denn je in die Moscheen und der Schleier ist auch in Istanbul längst keine Seltenheit mehr. Vor kurzem erflehte sogar in der Staatsoper in Istanbul eine alte Frau auf der Bühne von Allah den Glanz alter Zeiten zurück. Imam Demircan und seinesgleichen sind wieder ein Stückchen weitergekommen. Ya Rabbi, ya Rabbi, die Frauen arbeiten, die Männer beten. Die Rückkehr zur Vergangenheit scheint die Hoffnung für die Zukunft zu sein.